Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich gemeinsam mit euch Fliesen umgestalten. Und zwar habe ich bei meinem Vater im Schuppen Fliesen entdeckt, die da wahrscheinlich schon seit 5 bis 10 Jahren rumstehen. Und ich dachte mir, bevor sie jetzt noch länger dort stehen bleiben, werden wir irgendwas Cooles heute gemeinsam daraus machen. Und zwar zeige ich euch erstmal die Fliesen. Das sind die Fliesen. Kleine Fliesen 10x10. Ihr könnt natürlich x-beliebige Fliesen nehmen, also von der Größe ist es egal. Gut ist natürlich immer, wenn sie halt schon von Anfang an hell sind, dann ist das Farbergebnis nachher halt auch einfach stimmiger. Oder genau das, was ihr auch haben wollt, jetzt, wenn ihr jetzt irgendwie auf schwarz lackiert. Kann man vielleicht auch machen, aber wie gesagt, ich habe mich noch gar nicht mit Fliesen bisher in meinem Leben befasst und weiß gar nicht genau, wie gut der Lack am Ende darauf haften bleibt. Ich werde sie erstmal anschleifen und zwar habe ich dafür grobes Schleifpapier besorgt. 50er ist das. Und ja, dazu natürlich einen kleinen Klotz, den man da ganz entspannt drum wickeln kann. Kennt ja jeder auch schon, glaube ich, aus den anderen Videos oder einige zumindest in den anderen Videos schon gesehen haben. Wenn nicht, soll ich das unbedingt nachholen. Dann habe ich Schablonen schon mal vorbereitet. Ich habe mir einfach Schriftzüge aus dem Internet, die mir jetzt gut gefallen haben, habe ich mir ausgedruckt und dann halt einfach mit dem Cuttermesser schon mal ausgeschnitten. Sprüche, die man gerade überall sieht und liest und die gerade offenbar auch überall ziemlich gut ankommen. Und ja genau, die werden wir möglicherweise, ich weiß noch nicht genau, was ich mit den Schablonen mache, ob ich sie einsetzen werde. Das würde ich glaube ich auch relativ spontan und flexibel entscheiden wollen. Und deswegen habe ich sie aber trotzdem schon mal vorbereitet, man weiß ja nie. Kann auch sein, dass ich am Ende ganz andere Materialien verwenden werde. Ich habe nämlich noch hier so eine Häkeldecken, die man früher von der Omi noch kennt. Eine Omi oder von den Eltern vielleicht sogar. Früher hat man da glaube ich so Vasen draufgestellt oder die Fernbedienung auf dem Wohnzimmertisch, ich habe keine Ahnung. Ich fand sie noch nie wirklich schön, wobei das Muster eigentlich gar nicht schlecht ist, habe ich mir gedacht. Ich habe jetzt schon so viele Sachen gesehen, die aus diesen Häkeldecken hier gemacht werden, dass ich dachte, ich muss auch mal irgendwas daraus machen. Habe sie auf dem Flohmarkt besorgt, die kosten 30 bis 50 Cent, je nach der Größe. Und habe überlegt, da könnte man vielleicht einfach mal durchsprühen mit Sprühlack. Dann komme ich schon zum nächsten Thema, nämlich das ist der Sprühlack. Habe ich jetzt nicht extra besorgt, den hatte ich noch hier, weil ich jetzt natürlich über die Zeit ziemlich viele Reste und auch neue Sachen angesammelt habe, die noch nie benutzt wurden oder eben auch schon benutzt wurden. Hier so ein schönes Bronze, so ein Alt Gold und so ein ganz normales, schlichtes, mattes Weiß. Genau, und da habe ich mir diese Sachen besorgt. Oder auch nicht besorgt, weil ich sie hier schon hatte. Oh Gott, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Es ist auch richtig heiß draußen. Es ist heute echt einer der wärmsten Tage draußen. Ich merke das hier, weil ich glaube, man sieht mir es auch so ein bisschen an. Meine Haare kleben schon voll am Kopf, aber egal. Ja, ich habe noch Handschuhe hier. Ganz wichtig, wenn ihr mit Lack arbeitet oder gerade auch mit Sprühlack, generell mit Lack, ist es immer angenehmer, wenn ihr einfach die Einweghandschuhe, gibt es meistens in der Box, wo 100 Stück sind, 100 Stück drin sind, günstig zu kaufen. Ich weiß jetzt nicht, was die gekostet haben, aber wenn ihr es wissen wollt, kann ich es auch gerne mit in die Inbox reinschreiben. Und einfach auch für gerade die Ladies, wenn sie ihre Fingernägel schonen wollen, dann könnte man es auf jeden Fall damit ganz gut vermeiden. Das sind auf jeden Fall die Sachen, die ich bisher vorbereitet habe. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal die einzelnen Schritte, wie ihr das am besten ausschneidet. Ausdrucken kann jeder, das muss ich nicht weiter erklären, glaube ich. Und dann zeige ich euch aber nochmal, wie ich die Fliesen anschleifen werde. Kann auch sein, dass ich am Ende von diesen Materialien gar nichts mit reinnehme und währenddessen nochmal ganz andere Ideen habe, aber die würde ich dann auch nochmal separat einblenden. Ich würde sagen, ich lege jetzt einfach mal los, schaue, was daraus entsteht. Wenn es gut ist, freue ich mich und dann wird das Video auf jeden Fall auch hochgeladen. Wenn es überhaupt nichts wird, dann habt ihr dieses Video niemals gesehen. Von daher alles gut. Also sollte ich das Video hochladen und es sollte euch gefallen, freue ich mich natürlich über Daumen nach oben. Und wenn es euch nicht gefällt, dann gebt mir gerne einen Daumen nach unten, dann weiß ich wenigstens, dass ihr solche Videos möglicherweise nicht mehr sehen wollt. Und ja, damit bin ich auch okay. Von daher wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und mir viel Glück dabei, dass auch irgendwas Cooles bei rauskommt. Und wie gesagt, bleibt einfach dran, schaut es euch an und gerne Daumen nach oben, Daumen nach unten. Und wir sehen uns ganz bald. Tschüss!
Hier habt ihr nochmal einen kleinen Überblick bei der Auswahl der Materialien. Besonders hilfreich fand ich den Prittstift, wie ihr gleich sehen werdet. Wir beginnen mit dem Ausschnitt der Schablone, wofür ihr Geduld, ein scharfes Cuttermesser und eine Schneideunterlage benötigt. So in etwa sollten eure Schablonen am Ende aussehen. Achtet darauf, dass die Schriftzüge flächendeckend auf die Fliesen abgestimmt sind. Der nächste Schritt ist es, wir jetzt zum Schleifen kommen. Die Fliesen habe ich ja vorhin schon gezeigt. Schleifpapier. Ich wickel mir jetzt einfach mal hier so rum. So. Und schau mal, was dabei rauskommt. Ja, man spürt auf jeden Fall einen Unterschied. Aber es sieht halt sehr zerkratzt aus. Ich weiß nicht, ob man das ja noch sieht, wenn man das lackiert. Ich mache noch mal ein bisschen weiter. Ich zeige euch jetzt mal einfach das Vorher-Nachher-Ergebnis. Vor- und nach dem Schleifen sozusagen. Also so sieht eine ungeschliffene aus und so sieht die geschliffene aus. Wisst ihr, was ich mache? Ich mache mal einfach eine Fliese, die ich anschleife und eine Fliese, die ich einfach so lasse, wie sie ist und lackiere beide und schaue einfach, was besser ist. Und am Ende werde ich euch sagen, was besser ist, ob es notwendig ist, sich diese Arbeit zu machen. Nach dem ersten Anstrich habe ich festgestellt, dass es nicht notwendig ist, sich die Mühe zu machen, die Fliesen anzuschleifen. Diese Arbeit könnt ihr euch somit definitiv sparen. Während die Farbe auf den ersten Fliesen trocknet, kommt die nächste Farbe ins Spiel. Ein zweiter Anstrich reicht völlig aus, um im nächsten Schritt die Fliesen zu besprühen. Mit dem Prittstift sorge ich dafür, dass die Schablone beim Besprühen nicht verrutscht. Diese lässt sich im Anschluss einwandfrei von der Fliese wieder entfernen. Vor dem Besprühen solltet ihr die Sprühdose ca. 3 Minuten gut durchschütteln und versuchen, einen Abstand von ca. 20 cm einzuhalten. Sobald der Sprühlack trocken ist, könnt ihr eure Schablone vorsichtig abziehen. Die Rückstände des Klebers lassen sich wunderbar mit einem feuchten Tuch entfernen. Um mosaikartige Stücke zu erhalten, die sich beispielsweise als Untersetzer für Teelichter oder Magnete eignen, habe ich bei den bereits kaputten Fliesen mit einem Hammer nachgeholfen. Das ist auch schon wieder das Endergebnis. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und euch vielleicht dazu inspiriert hat, es selbst auszuprobieren. Ich wünsche euch noch einen richtig schönen Tag und bis ganz bald. Tschüss! Hallo Leute, herzlich... Und zwar habe ich bei meinem Vater im Garten Fliesen gefunden, im Garten sage ich schon, im Schuppen. Alte Fliesen gefunden, die er noch nie benutzt hat, aber die irgendwie auch noch nie im Gebrauch waren. Und ja, also heute ist dieser Tag. Oh Gott. Guck mal von vorne.
change. I just wanna change. I just wanna change. I